Frosch, was kommt von draußen rein? Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück. Ich habe ganz vergessen, die Aufnahme zu starten. Merkte ich gerade. Willkommen zurück. Wir sind dabei, hier unsere Umgebung ein bisschen auszulooten. Dirk ist auf der Suche nach jagbarem Wild. Hat nicht besonders viel Glück, so wie ich das mitgekriegt habe. Oder, Dirk? Nicht wirklich. Ja, und wir sind hier auf einem Flugfeld und Hast Flugzeuge gefunden. Jetzt ja, können wir angreifen. Flugzeuge haben wir keine gefunden, aber wir haben Lebensmittel witzigerweise gefunden. Das ist schön. Das war in der Scheune. Genau, in der Scheune. Wie, ordentlich was abgezogen. Ah, scheiße. Scheiße. Ja, meine Burg. So, also. Wird die nicht hier hochkommen? Oh, wir kriegen Besuch. Wir können jetzt übrigens auch wieder aufs Dach, ohne dass sie hochklettern. Darauf ziehe ich mich, weil ich habe nicht wirklich viel. Was ist eine Tablette? Also sollten die eigentlich nicht mehr hoch. Und er kommt trotzdem hoch. Ja, er fällt wieder runter. Oh. Ein Schlag und ich bin tot. Ja, meinst du jetzt oder ich nicht? Hallo? Jetzt. So, dann war ich noch eins. Ui, da sind aber viele. Ups. Oh Mann. Da ist keiner. Hier ist aber einer. Oder zwei sogar. Er läuft. Komm. Jo. Level up. Jede Menge Sprit. Wir haben ein Spritlager gefunden. Alles gut. Wenn wir ein Auto hätten. Das ist so gut. Oh, noch jemand gefunden. Einer von euch muss jetzt sterben. Wieso? Wieso? Haben wir dir was getan? Weil einer von denen, die mich hier jagen gerade. Ach so. So, ich muss einen Bogen reparieren. So, jetzt geht's weiter. Besser noch, wenn beide sterben. Der mag uns nicht. Puh. Also ja, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich will den Truppen. Schau, ist keine. Oh, nicht schlecht für eine Base, ne? Der ist zu hoch, aber. Ja. Eine Nummer zu hoch.
So, jetzt kommen wir auf jeden Fall bei uns zur Base zurück. Null Nahrung ist kacke. Das stimmt. Ich hab gedacht, eine Feuerwache wäre vielleicht irgendwas, aber... Achtung, da kommt ein Zombie in deine Richtung. Ich sehe keinen. Es kommt ein Mann in Richtung. Brauchst du Hilfe? Nö, ich bin auf dem Dach. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hinter dir, Papa. Ich sehe ihn. Ja, stimmt. Ich habe schon wieder null Pfeile. Wow. Kommt ihr denn alle her? Ich wollte doch einfach nur da hoch. Meine Tabletten sind aber fast leer. Ich habe immerhin eine Batterie, habe ich jetzt gefunden. Guck mal, wie Pfeile ich noch hab. Boah, wo kommt der denn jetzt her? Ja, ich habe selber nur 12, ich kann dir keine geben. Ja, ich habe eben aus den Bolzen, also nicht eben, sondern ich habe die am Anfang aus den Bolzen gemacht. Komm hier oben aus dem Turm raus. Oh. Jo, jetzt ein Geier! Auch noch. Lass mich raten, der macht einen Geiersturzflug. Ja, der wird direkt gestorben. Hey, wo kommen die denn alle her jetzt? Alter, wie geil. Alle gespawnt. Vorher, ganze Straßen waren leer. Hi. Oh. Sag doch was. Also entweder haben wir es geändert, dass so plötzlich viele Gegner kommen, ey. Alia, wo bist du? Neben dir. Oh, kommt noch einer. Hab keine Feinde mehr. Ja, geh in den Nahkampf. Warum bin ich der Einzige, Alia? Ich finde meinen scheiß Knüppel nicht. Warum hast du den nicht im Schnellzugriff? Weil ich gerade abgebaut habe. Ja, aber du hast doch da unten 7 Plätze frei. Da muss einer immer der Knüppel drin liegen. Das weißt du auch. Ich komme dich doch besuchen. Rucksack, Backpack. Backpack, Rucksack, Backpack. Den Check. Backpack. 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 Kannst du auch sagen. Backpack, Rucksack, Backpack. Kommst du, Papa? Ja, ich bin noch Holz ab am Bauen. Ja. Da ist ein Hase, aber den kriege ich nicht. Der Hase hat gerade Menschen gemacht.
und springt einfach übers Auto. Ja, die können halt springen, Hasen, ne? Das ist ja wirklich mal nichts Neues, ne? Da. Gut. Hab mein Backpack. Backpack, Rucksack. Komm, wir graben uns ein Kakaloch. Leid, ist einfach zu viel Kohle auf dem Weg. Das muss ja mitgenommen werden. Schon wieder gestorben. Was für eine Reichweite haben die bitte? Warum? Hätten sie aber tot dafür. Hast mich gerecht. Genau. Brava Papa. Gerne geschehen. Brava Papa, weißt du? Ja. Du, dass der da läuft? Nee. Bin 100 Meter entfernt. Dann ist auch ein Zombie. Der sollte langsam zurückkommen, ne? Ja, ich bin gerade angegriffen worden. Und ich muss meinen Rucksack holen. Rucksack, Backpack, Rucksack. Da wäre dann ein Zombie. Hast du deinen Rucksack? Sollte man hier verschwinden, nämlich. So, komm. Machen wir uns auf den Weg zurück. Aber ein bisschen Fleisch habe ich gefunden. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns hier oben das Dach mal irgendwann klar machen. Mhm. Denke ich. Sehe ich genauso. Okay, was ist das denn? Ja, es ist einfach despawned. Ja, viele sind gerade respawned. Das ist mir auch aufgefallen. Ich sag ja auch in der Stadt plötzlich. Was wir immer noch machen können, also wenn ihr es irgendwie merkwürdig findet, dann wir können den Server noch immer noch mal komplett neu aufsetzen und eine Standardkarte nehmen.
Es war halt nur komisch, da kam plötzlich voll die Musik und dann zack, da waren ganz viele Ja, Gegner da. dann war das mit Sicherheit ein getriggerter Event, ne? Wenn da Musik kam. Ja, dann war das ein getriggerter Event. Musik. Oh, danke dir. Ich mag deinen Hang zu dramatischen Musik. Echt? Ja. Ich hab nochmal ein paar Nägel mitgebracht. Nägel mit Köpfen. Das ist gut, dann können wir Nägel mit Köpfen machen. Ach, 58 Fleisch haben wir ja da. Das ja, ist ja gar nicht so übel. Mitgebracht. Das ist ja gar nicht so übel. War nicht ganz so die Menge, aber. Ah, schon recht, okay. Durch den Wolf, den ich noch gekriegt habe. Jetzt kann ich nochmal 11-mal gegrilltes Fleisch mitmachen. Ja, ich würde mal sagen, die ganzen Samen, die nehme ich hier mal raus. Das macht ja keinen Sinn. Samen. Die Getränke sollten ja eigentlich im Kühlschrank. Hast du noch leere Gläser da drin? Warte. Sekunde. Ich bin gerade dabei, mich zu sortieren. Irgendwo habe ich welche, ja. Schmeiß sie mal raus. Ja, ich suche sie ja gerade. Da. Ich mach die Samen in dem Schrank unterm Feuer, ne? Der ist voll. Nee, der ist leer. Der Dirk ist hat leer. Das umgekramt. Nee, irgendeiner hat das umgekramt. Ich weiß nicht. Dann weiß ich nicht, was war. Wer war auf dem Server? Genau. Dum, 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 dum. Was denn? Je nachdem kann, wenn wir einen Kochtopf haben, kann ich auch Gold produzieren und sowas machen. Da ist auch überall ein Topf drauf. Nein. Kochgrill. Ah, hier ist ein Topf drauf. So, ich mache die Getränke mal im Kühlschrank, wo sie hingehören, ne? So, ich kann. Warte. Ich kann. Kaffee kann ich machen. Was ist jetzt die Samen und so hingetan? Pflanzen. Was? Pflanzen. Die Samen, die sind hier drunter. Da mache ich auch die das verdorbene Fleisch rein, ne? Und das Fett. Was ist drin? So, ich guck, was ich damit machen kann. Wo sind die Kaffeebohnen? Die sind im Kühlschrank. Das ist ein Getränk. Kann ich nämlich. Soll ich Kaffee machen?
Ja, kannst du machen. Hast du die Samen jetzt da reingetan, oder? In den Kaffee. Nee, die Samen. Nein. Leg da mal Samen da rein. Wir haben schon fast 500 Kohle. Jetzt haben wir 705 Kohle. Das ist schon mal gut. Jetzt anfangen. Aha, da ist eine Kiste nur mit Rüstung, Munition. Okay, alles klar. Ja, das habe ich da mal. Habe ich da mal reingetan, okay. Habe ich gedacht. Ja, da mache ich meine Sachen, die ich gefunden habe, jetzt da auch rein. Habe ich noch was? Nein. Hier habe ich noch Brackwasser. Ich mach's aufs Boot. Wir haben schon den ersten Ansatz von Munition. Wo sind die ganzen Eisenrohre hin? Die Eisenrohre müssen irgendwo rumliegen. Ich kann auch Gärungs- Alkohol und Kleber machen, falls jemand irgendwann mal braucht. Ja, momentan nicht. Ich knall die Eisenrohre im Kühlschrank. Nee, nicht im Kühlschrank. Wieso nicht? Weil das nichts ist, was eingeschmolzen wird. Nein, dann nehmst du auch noch einen Kühlschrank. Das sind eine Kiste, ja, ganz gut. Feder, Motor und so.
Kisten oder so, sobald wir es können. Alles hier mit beschreibbaren Kisten auf. Mal was zu essen gefunden. Das haben wir noch, das und das. Ah, jetzt kann ich ja gekochte Eier machen. So, die Kisten habe ich jetzt alle leer gekramt. Bis auf die Waffenkiste und die Rohstoffkiste. Also Waffen sind da ja jetzt drin, Werkzeuge, Rüstung, da ist ja alles drin, was in die Kategorie fällt. Direkt links daneben mache ich jetzt eine Kiste mit Kleidung. Zombie. Man klopft ja noch nirgendwo dran. Jetzt klopft er. Brenn! Brenn! Der wollte ja an der Tür festhalten. Das müssen wir ja gleich mal einschränken. Müsste ich zumindest eine von diesen Lagerkisten. Das sind die hölzerne Ablagen. Ah, ich kann sogar zwei bauen. Mir was zu trinken. Alles klar. So, die ersten zwei Schränke stehen.
Hehehe. Damit sie aussehen wie die Theke, habe ich auch Theken-Dinger genommen. So, in die erste Kiste. Ah, mache ich da hinten erstmal noch rein. Fällt mir gerade auf. So, was habe ich noch? Cheesepulver. Aus, die Sachen verkehrt zu sortieren. Normal. Rohstoffe hinten im Extraraum. Also alles, was eingeschmolzen wird. Ja. Getränkekühler, nur die Getränke, aber auch Brachwasser und leere Gläser. Kühlschrank, alles, was essbar ist. Waffen, Kleidung hinten in diese Regale. An dieser Wandnische und der Rest folgt. War da so ein Krach draußen? Das war also ich. Entschuldigung. War ein Versehen. Hab verkehrte Taste gedrückt. So, die erste Kiste mache ich mit Büchern voll. Kommt auch noch ein Schild dran. Ich habe leider keine Nägel mehr für Schilder. Und die zweite kommen alle sonstigen Baustoffe. Also alles, was... Baumstoffe. Genau. Also alles, was in irgendeiner Form zu irgendetwas anderem verarbeitet werden kann. In der dritten Kiste kommen alle elektrischen Teile, Mods. Alles, was mit Teilen zusammenzuhängen hat. Wer will denn was teilen? Ja, der kleinste gemeinsame, weißt du doch. Okay. So, Schilder kommen wie gesagt noch drauf. Habe ich momentan leider auch keine.
Schnauben. Ich. Hau ab. Meinst du, wie oft ich mir die Frage schon gestellt habe? So. Das können wir auch noch hier rein tun. Für den Rest brauche ich erstmal eine Kiste. Einen Cobblestone mitnehmen zum Nachbarhaus und werde anfangen, das aufzurüsten auf Stein. Ne? Ja. Tja, mit diesen heiligen Wochen bedanke ich mich wieder mal bei euch Zuschauern und schaltet wieder ein, wenn es da heißt. 7 days to die. Genau. Bis dann. Tschüss. 7 days to I. Genau. Schön, dass du es auferstanden hast.